Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Teil des Winter Resort Simulators. Jetzt haben wir kurz überlegen müssen, aber natürlich des Winter Resort Simulators. Und zwar, wir sehen, unser Geschäft läuft gut. Wir haben auch schon 15 plus gemacht an diesem Tag, also 15.000. Und die haben wir gedacht, weil wir im Moment untertags nicht so viel zu tun haben. Erstens konnte man bei der Zeit auf mal 2 stellen. Und zweitens, unsere Hütte hat zwar viel, aber ich möchte es so machen, dass in den nächsten Tagen dann nicht ein Computer für uns liefern muss, die Hütte, sondern dass wir davon unabhängig auch arbeiten können. Also, dass wir die Hütte beliefern. Und weil wir jetzt gerade so gut Zeit haben, würde ich sagen, machen wir das jetzt auch gleich. Und dann müssen wir da drüben mal die Pakete kaufen. Kaufen wir mal eine ganze Ladung und transportieren jetzt rüber zur Bahn und danach fahren wir sie mit der Bahn rauf, weil wir mit dem Auto fahren. Erstens ist es meiner Meinung nach nicht so spannend und zweitens ist die Bahn auch für uns entspannend, da müssen wir nicht so und auch so oben oder unten einladen. Wir sehen es auch hier am Bildschirm. Unsere Piste 3 und die Dorfbahn haben geöffnet. Ja, ist auch genug los. Schauen wir mal, sollen wir die Geschwindigkeit ein bisschen aufdrehen. Schauen wir mal, auf was im Moment ist wie bei der Runden. Ist immer die Frage, ob es das dann von oben übernimmt. Bin ich echt noch nicht drauf gekommen, was ich manchmal falsch mache, weil manchmal eben, so wie jetzt, da steht da 6,5, obwohl ich sie oben runterdreht habe, die Geschwindigkeit. Und wir sehen ja auch hier im Bildschirm, wir fahren nur mit 4,9 Metern pro Sekunde. Angenommen, ich verstelle es jetzt da ein bisschen runter, weil immer nur, dass wir höher sind als da, ändert sich da nichts. Okay. Nee, dann müssen wir das entweder nachher oben machen oder bleiben lassen. Jo. Aber wir verdienen eh genug Geld. Und wenn halt dann solche Massen kommen wie da, werden wir sicher gleich die Meldung kriegen, Dorfbahn wartet halt zu lang, du weiter, du weiter. Genau. Für die nächsten Tage da im Spiel werden wir auf jeden Fall gleich ein, zwei Bahnen mehr kaufen müssen. So, das Paket haben wir zu Bank was. Wir sehen nicht, wohin wir rennen. Aber egal. Ich würde sagen, die restlichen transportieren wir mal schnell um und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und das ist jetzt auch schon das letzte Paket. Wir haben mittlerweile auch noch richtig viel Geld verdient. Jetzt sind wir schon 19.000 im Plus heute. Ja, ich würde sagen, riskieren wir es mal trotz großen Gästeansturm, dass wir kurz die Bahn stoppen, um die 8 Pakete einzuladen. Das werden sie schon überleben. So. Dass sie sowieso einsteigen würden, egal ob man sie vollladen oder nicht, ist das Paket jetzt verschwunden. Ja gut, das gilt als verschollen. Stopfen wir es jetzt in diese Gondel, die da eh schon voll besetzt ist. Was ist denn jetzt los? Jetzt rennen wir mal dagegen.
Da stopfen wir jetzt einfach nur die Pakete rein, weil sie würden sowieso dazu einsteigen. Also, wegen dem fehlenden Realismus an dieser Stelle nützen wir das gleich aus. Das eine Paket lassen wir halt einfach irgendwo sein. Vielleicht taucht es ja in 100 Jahren wieder auf. Da haben die wenigstens auch nur Essen. So, kriegen wir überhaupt alle rein? Sonst lassen wir sie da stehen, ist dann auch egal. Durch die Menschenmassen durch, die sehen ja, dass wir da beladen müssen, können ja einen Schritt zur Seite gehen. Dass da auch ein radioaktives Symbol drauf ist auf die Schachteln, verwundert mich jetzt ein bisschen. Was die da oben kochen, ist ja sehr fragwürdig. Auf der ist es jetzt eh nicht drauf, aber auf der anderen, oder vielleicht auf einer anderen Seite. Aber auf jeden Fall unten ein radioaktives Symbol drauf, in klein, wo mehrere Symbole so nebeneinander sind. Und dann noch diese rein. Ja, die. Schwer unter Kontrolle zu halten. Na, da sehen wir es, wie das radioaktive Symbol. Oh, das ist doch eins. Ja, da ist ein eindeutiger radioaktives Symbol drauf. Auch gut. Dann kann das Essen da oben gar nicht gut sein. Jetzt müssen wir einschalten wieder. Dann kommt sicher, wartet es zu lang. Ich wette. Wir stehen ja bis hin bis zu den Drehkreuzen. So, wo setzen wir uns hin? Wo dürfen wir hinsetzen? Jetzt setzen wir uns da hin. Gondel voll besetzt. Mit Paketen dann auch noch. Fahren wir mal rauf. Super, dass wir jetzt da einen im Bild haben. Bei mir sind ja als Person eigentlich so gar nicht abgebildet. Zumindest, ja, man sieht dann nicht halt in der Gondel. Aber dadurch, dass jetzt einer auf dem Platz sitzt, wo wir uns jetzt auch hingesetzt haben, sitzt da halt doch eine Person. Also eigentlich sitzen jetzt auf dem Sessel da ganz außen an der Tür zwei Leute. Schau mal, wie in eine andere Richtung schaut schön aus. Okay, den die ganze Zeit ins Gesicht schauen. Schon mal auf die Seite raus. So. Da die Landschaft, das ist ja auch das richtig beeindruckende, da, wenn wir da die Berge gegenüber uns so sehen, wie das eigentlich cool ausschaut. Mit dem Schnee. Also ich finde das Spiel mega nice. Und wenn dann Mods rauskommen, ja, dann wird es sicher nochmal um einiges cooler. Aber die Landschaft, das sehe ich da alles, ist echt mega. Haben wir jetzt eigentlich eine Benachrichtigung gekriegt, dass die Gäste zu lange stehen? Na, 8:30 Uhr, nix, nix. Dann passt das eh. So, wie weit haben wir es denn noch bis oben? Ach so, so weit. Hab schon wieder vergessen, dass da einer sitzt. Heute spielt ja auch das Wetter super mit, damit wir gut Geld verdienen. Wenn wir dann Sonntag nicht Skifahren gehen. Können wir jetzt gleich bei der Gelegenheit, weil da kommt eben dann der Schnee. In echt, heute ist es ja da 22. und morgen der 23. Dezember. Wenn das Video wahrscheinlich online kommt. Jetzt müssen wir uns beeilen. So. Die Geschichte geht gleich weiter. Ich muss mich nur kurz konzentrieren, damit wir keine Fehler machen. So. Jetzt steht die Bahn, jetzt kann ich weiterreden. Auf jeden Fall ist es im Moment so, dass die Wettervorhersagen für die ganzen Weihnachtsferien nicht sehr berauschend sind.
ist dann schon schlimm. Weil eigentlich jeden Tag Skifahren, das wäre es eher, was man, ich möchte. In echt tue ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel Skifahren. Und deswegen würde ich schöneres Wetter bevorzugen jetzt in den Ferien. Weil danach unter der Schule ist sicher jeden Tag strahlender Sonnenschein und du denkst ja so, scheiße, scheiße, scheiße. Aber ja, ist so. Da überall das radioaktive Symbol, also da muss ich mal mit dem Koch reden. Die Gondel schaukelt immer noch. Aber apropos, sie schaukelt immer noch, die Geschwindigkeit kann man jetzt dann erhöhen. Was man alles denken muss. So, alle Pakete draußen. Wir fahren weiter. Dann können wir jetzt auch wieder die Zeit beschleunigen. Die Zeit hätte man zum Beispiel voll rausnehmen können in das Mal 2. Auf was man als im Nachhinein drauf kommt. Weil nachher hätten wir ganz einfach Dings weniger Stau unten produziert. So, gehen wir mal auf 5,8 Meter pro Sekunde. Geben wir mal richtig Stoff. Ja, dann transportieren wir jetzt die Pakete eins nach dem anderen zur Hütte rüber. Bevor sie mal da alle drüber latschen, so wie die Frau da im rosanen Anorak. Sehen ihr, dass da was steht? Das macht er wahnsinnig mit den Gästen. Erhöhen wir da wieder den Vorrat für diesen Tag. Ja, jetzt werden wir mitgeschliffen von der Bahn. Ich würde sagen, das mache ich wieder schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mittlerweile habe ich auch schon das letzte Paket hier bei der Hütte abgeben. Und dann sehen wir da, wenn wir das wegtun, Vorrat reicht für 3900 Gäste. Das sollte langen. Und dann können wir uns nochmal die Zufriedenheit von den Gästen anschauen. Zufriedenheit ist über 100%. Was will man mehr? Jetzt mitten unter dem Tag will ich auch nicht mit dem dicken Preis raufgehen, das passt schon so, da gehen wir dann in der Nacht rauf. Also vom nächsten Tag dann. Mit der Seilbahn, ja. Die können noch bessere Kundenbewertungen kriegen. Wischten sind eh fast gut, wobei die im Laufe des Tages natürlich immer schlechter bewertet werden, weil natürlich sie nicht mehr so gut präpariert sind, aber ist ja eh logisch, wenn da 1000 Skifahrer drüber fahren. Wir sehen auch, wir haben heute schon 803 Karten verkauft. Wetter, habe ich vorher eh schon angesprochen, ist heute zum Glück super. Und die Hütte wird erst dann so um die Mittagszeit genutzt und dann kriege ich auch die Bewertungen. Was anders wollte ich noch schauen, wie viele Personen wir heute überhaupt eigentlich schon gefördert haben. Heute haben wir 1800 Bergfahrten und 0 Talfahrten. Gute Zahlen, gute Zahlen. Ja. Ich würde aber auch schon sagen, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig, dass wir nur die Hütte beliefert haben. Aber ich wollte es euch auch mal zeigen mit der Seilbahn und so. Ich glaube, in echt wird man es nicht unterm Betrieb machen, sondern eh in der Früh, bevor die Gäste kommen. Oder am Abend schon für den nächsten Tag.
Aber so unrealistisch war es jetzt auch nicht. Und mit der Bahn macht es mir auf jeden Fall mehr Spaß, als dann mit dem Auto um zu fahren. Ja, dann würde ich sagen, was es eben von dieser Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wahrscheinlich erst am späteren Nachmittag in dem Spiel. Wenn es dann langsam wieder heißt, Bahn garagieren und für den nächsten Tag herrichten. Dann also, ciao und bis zum nächsten Mal.